Hallo zu neuem Video. In diesem Video werden wir eine 50 Watt LED Taschenlampe zusammenbauen. Dazu benutze ich einen LED Chip mit 50 Watt, einen Kühler, Lüfter, ein Modul, das ist ein Step-Up Converter, BMS Platine, Schutzplatine, die Akkus selbst, Potentiometer, Linse und ein paar Schalter, ein paar Kabel, aber das kommt noch. Auf meinem Video habe ich schon eine 100 Watt LED Taschenlampe zusammengebaut und einen Akku. Da könnt ihr ganz genau nachgucken, wie ich das gemacht habe. Habe alles genau erklärt und in diesem Video werde ich mich nicht wiederholen und zeige nur so ein paar Basics und wie ich das hier mache. Ich habe jetzt sowas gebaut. Wir fangen mit Minus an. Die sind verbunden, also Plus. Hier ist wieder Minus, da Plus. Hier oben verbinde ich das gleich. Jetzt kann ich das Ganze so umklappen und dann habe ich so einen hohen Akku, wie ich das haben wollte, also einen länglichen. Und hier habe ich noch etwas Platz für die Kabel zum Verteilen später. Aber das werde ich später noch abschneiden, ein Stück. So, die Batterie ist fast fertig. So sieht das aus. Wir haben hier Minus, also die sind mal 2, 2, 2, 2 und 2, also 4S, 2P. Wir fangen hier an mit Minus, dann geht das Plus, Minus, dann geht das hier nach oben Plus zu Minus, also auch eine Verbindung, dann geht das weiter und hier geht das Ganze raus. Wir haben hier Minus und hier Plus Ausgänge. Wenn das jetzt voll geladen ist, muss das 16,8 Volt haben. Das können wir jetzt messen. Ich habe 16,7 Volt, 16,6, also fast voll. Das ist auch gut so. So sieht das Ganze aus. Jetzt muss ich die BMS-Platine und die Balancier-Platine einbauen. Ich dachte, der Balancier ist eigentlich schon mal drin, aber leider nein. Das muss ich extra bestellen. Jetzt klebe ich hier so einen Kunststoff, das ist extra für Elektrobauteile. Klebe ich hier drauf. Damit hier keine Kurzschlüsse passieren. Dann klebe ich die Platine oben drauf, die wahrscheinlich seitlich. Und dann werde ich die ganzen Kabel verbinden. Wie das funktioniert, seht ihr am besten in einem anderen Video. Da erkläre ich das ganz, ganz genau. Das würde ziemlich lange dauern. Deswegen guckt am besten das andere Video. Da ist alles super erklärt. Gut, das mache ich jetzt. So, der Akku ist jetzt komplett fertig. So sieht das Ganze aus. Ist zwar doppelt gemoppelt, aber ich habe jetzt eine kleine BMS-Platine. Die großen, die sind zu groß und dann würde mein Gehäuse nicht mehr passen. Deswegen musste ich das so machen. Wir haben jetzt hier Minusausgang. Das ist B1. B-. Dann die erste Verbindung ist B1. Die zweite Verbindung B2. Und die dritte Verbindung B3. Und B Plus ist natürlich Plus Ausgang. Und hier ist es genauso. B4 ist dann Plus. Ist eigentlich nicht so schwer. So und genau. Ich habe jetzt alles zusammengebaut und hier war 0,0 Volt. Also es war gar nichts. Ich habe geguckt und alles durchgemessen, eine zweite ausprobiert. Ich dachte, die ist kaputt. Ja, und dann habe ich festgestellt, damit das Ganze funktioniert, muss man hier einmal 16,8 Volt Spannung geben, also als ob wir das laden. Und dann wird die Platine aktiviert. Dann funktioniert hier. Ja, und jetzt geht das auch. Volt, perfekt. Und davor war hier 0,0. Hier war gar nichts. Man muss hier einmal kurz aktivieren und dann funktioniert das einwandfrei. Ja, der Akku ist jetzt fertig. Jetzt bauen wir weiter. Heute werden wir den Kühler zusammenbauen und die 50 Watt LED. Das Ganze habe ich jetzt ausgetestet. Das funktioniert super. Das habe ich jetzt in China bestellt und original war hier so ein kleiner Lüfter. 40 mm Lüfter. Der ist sehr schwach. Und bei 25 Watt LED-Leistung reicht das nicht aus. Deswegen habe ich mir jetzt stärkeren Lüfter bestellt. Der ist jetzt doppelt so dick.
Und der hat auch viel mehr Drehzahl. Ich glaube, der hat 2,5 und der hat 7.500 pro Minute. Und der schafft das ganz gut. Also bei 50 Watt habe ich das 10 Minuten ausgetestet und das bleibt immer noch kühl. Ich wollte jetzt nicht so einen riesen Kühler nutzen für meine kleine Taschenlampe. Ich wollte eine kleine Taschenlampe, aber trotzdem mit 50 Watt bauen. Deswegen habe ich jetzt hier einfach größere Lüfter bestellt und das funktioniert. Hier habe ich schon Löcher gebohrt und Gewinde geschnitten. Gleich werde ich die Thermopaste hier drauf schmieren und also diesen LED-Chip draufsetzen mit vier Schrauben. Ich benutze dafür solche Schrauben. Ja, gleich bauen wir das zusammen und dann ist es ja schon fast fertig. So sieht das Ganze aus. Damit wir die Helligkeit später am Gehäuse verstellen können, habe ich hier das Original ausgelötet, hier zwei Kabel dran gelötet und zum Potentiometer. Hier machen wir eine kleine Brücke und einfach zwei Kabel löten. Und jetzt kann man die Helligkeit von außen einstellen. Das ist ein 10 Kiloohm Potentiometer. So, heute machen wir weiter. Hier ist schon fast alles fertig, Akkus fertig, das Ganze ist fertig. Das ist die Helligkeitseinstellung ist fertig. Und jetzt brauchen wir ein Gehäuse, wo wir das Ganze einbauen. Und zwar, ich habe ein paar Tage gesessen, habe was konstruiert in SolidWorks und mit einem 3D-Drucker so ein Gehäuse ausgedruckt. Das ist das untere Teil, hier kommt der Akku rein und das ist das Oberteil. Man kann das Ganze zusammenstecken. So sieht das Ganze aus. Ziemlich groß, passt nicht mal auf meine Kamera. Hier ist ein kleiner Sechskant. Und hier passt eine 2,5, also M2,5 Mutter. Die pressen wir gleich rein. Hier kommt der Akku rein. Das passt auch alles wunderbar. Ich kann das Modell hochladen, dann könnt ihr das alles runterladen und selber ausdrucken. So, jetzt habe ich hier zwei Schrauben schon abgenommen. Jetzt werden auch die beiden abgenommen. Dann wird das Ganze hochgeschoben, also so. Und hier oben verschraubt. Mit vier Schrauben. Dann ist das Ganze fest. Und von oben kommt dann die Linse und der Halter. So wird das Ganze geschraubt später. Aber wir machen das Stück für Stück. Ist jetzt nicht sehr schön geworden, aber ich wollte das schnell haben. Mit 0,2 habe ich gedruckt und lackiert. Also geschliffen und einmal lackiert. Gut, jetzt muss ich hier zwei Kabel anlöten, weil später komme ich da nicht mehr ran, wenn es hier sitzt. Gut, dann machen wir das jetzt. So, ich habe das jetzt fest installiert. Der sitzt jetzt genau richtig. Ist mit vier Schrauben fixiert, sehr fest. Also die Schrauben gehen durch den Chip und in das Alugehäuse vom Kühler. Das ist sehr fest. So sieht das von hier aus. Ich habe die ganzen Kabel unten. Und hier ist es fixiert. Jetzt oder später kommt der Reflektor. Der sitzt auch sehr gut. Ist auch fest. Danach kommt die Linse und der Linsenhalter. So wird das Ganze aussehen. Aber das kommt später, ist jetzt für die Montage ein bisschen unbequem. Gut, machen wir weiter. So, ich hatte hier auch drei Löcher gebohrt. Also im 3D-Modell ist es alles glatt, weil ich ja nicht weiß, welche Schalter und sowas ihr habt. Das ist offen, dann könnt ihr selber bohren.
Ich wusste auch nicht, welche Reihenfolge, jetzt weiß ich das. Und ich habe hier die Ladebuchse, die kommt als erstes hier hin. Dann kommt die Regelung und dann kommt hier der Aus- und Anschalter. So, jetzt löte ich hier zwei Kabel. Mitten ist immer Plus und das Gehäuse ist immer Minus. Und später kommen die beiden Kabel Pi Minus und Pi Plus. Aber erstmal lasse ich die Kabel hier einfach hängen und später verbinde ich das Ganze. So, wenn ich die Kabel angelötet habe, muss ich das hier installieren. Weil wenn das Modul hier sitzt, komme ich nicht mehr ran. Ja, machen wir. Für die Lüftersteuerung müssen wir das blaue Kabel vom Lüfter, also es ist wichtig, der Lüfter muss vier Kabel haben und der blaue muss an diesen Kontakt, damit die Lüftersteuerung funktioniert. Das Kabel ist ein bisschen lang, ich werde das jetzt kürzen und hier anlöten. Das blaue Kabel ist angelötet und bevor wir das Modul reinkleben, muss ich die Regelung hier auch in das Gehäuse installieren, weil sonst komme ich später schwer ran. Jetzt müssen wir die Kabel kürzen. Die Kabel von der LED, die kommen hier an. Das heißt, ich kann das ungefähr so installieren. Und hier die Kabel ungefähr abschneiden. Vom Lüfter genauso, Plus und Minus, die gehen hier hin. Und von der Ladebuchse, ich würde die ungefähr so lang machen. Also die gehen hier an Pi Plus und an Pi Minus, so dass wir das Ganze auseinanderziehen können und ganz bequem bearbeiten, falls was ist. Und auch jetzt für die Montage ist es bequemer. Wir schließen jetzt die Kabel von der LED. Hier bei Out. Out Plus ist das rote Kabel und Out Minus ist das schwarze Kabel. So schließen wir jetzt das Ganze an. So, ich habe jetzt die Lüfterkabel mit dem Akkukabel verlötet und leider kriege ich das dicke Ding nicht reingesteckt. Deswegen habe ich hier kleine Stege gebaut. Das ist einfach Kupferkabel 1,5 mm. Die habe ich jetzt reingesteckt und festgeschraubt. Und jetzt werde ich die ganzen Kabel hier einfach ranlöten. Die Kabel kann ich ja auch hier ranlöten. Das ist genau die Verbindung zum Akku. Pi Plus und Pi Minus. So, jetzt löte ich alle Kabel rein. Plus und Minus. Eingang. Das ist Eingang. So, ich habe jetzt die Kabel angelötet und mit Schrumpfschlauch alles isoliert. Sieht echt gut aus. So, die Kabel, die kommen an den Akku, weil das Kabel geht ja über den Schalter und dann würde der Ladevorgang nur starten, wenn die Taschenlampe an ist und das ist ja blöd. Deswegen gehen jetzt direkt an die Pi und Pi Minus und Pi Plus und das rote Kabel mache ich jetzt hier über den Schalter auch zum Akku dann. Aber erstmal würde ich das hier festkleben oder irgendwie fixieren. So, ich habe das jetzt mit Kleber fixiert einmal. Das Minuskabel geht dann an den Akku. Der Pluskabel geht hier nach oben. Und hier kommt dann jetzt der Schalter. Und dann nehme ich noch ein Stück Kabel und dann geht das zurück zum Akku. So, und die beiden gehen dann auch an den Akku. Pi Plus und Pi Minus. Thank you.
So, das Teil ist jetzt komplett fertig. Wir haben jetzt alles angelötet. Schalter, die Helligkeitsregelung, die Ladebox ist da. Jetzt müssen wir das zweite Teil vorbereiten. Genau, ich presse jetzt die kleine Mutter hier ein. Das ist die M,25. So, ohne Kleber, sitzt perfekt. Genau. So, und als kleine Dämpfung für den Akku nehme ich einfach hier so ein kleines Stück Schaumstoff und lege das einfach rein. Und wenn der Akku irgendwelche Bewegungen hat, kann der Schaumstoff das Ganze dämpfen. So, jetzt kommt die finale Montage, endlich. Ich habe da meinen Schaumstoff. Jetzt kommt der Akku rein. Das ist wie so eine Dämpfung. So, und hier zwischen packe ich auch noch ein Stück Schaumstoff, damit der Akku von allen Seiten geklemmt ist und kein Spiel hat. So. Jetzt muss ich das ausrichten, damit das passt. So, und jetzt kommen die Schrauben. Das sind solche Schrauben. Die schraube ich jetzt hier rein. So, nicht zu fest. Ja, und so sieht das Ganze aus. So, fällt kaum auf die Schraube. So war das auch geplant. Jetzt kommt hier noch die zweite. Kann ich gleich machen. Aber ansonsten ist die Taschenlampe schon fertig. So sieht es aus. Gleich bauen wir noch die Linse ein. Testen können wir das auch gleich. Aber es funktioniert. Sehr cool. So, jetzt bauen wir die Linse ein. Jetzt kommt der Reflektor. Der sitzt hier ziemlich stramm. Dann kommt die Linse selbst. Und dann kommt der Halter. Dann habe ich hier so kleine Schrauben mit Scheiben. Und jetzt wird das Ganze festgeschraubt. So, jetzt ist fast fertig. Die Linse ist da. Das ganze Gehäuse ist zusammengebaut. Wir haben hier einen Schalter, die Regelung, die Ladebox. Sieht cool aus. So, und jetzt müssen wir noch diese Regelung irgendwie ein bisschen hübscher machen. Ich habe hier noch so ein Teil, das habe ich auch selbst gebaut und selbst gedruckt. Aber das ist ein bisschen hoch. Deswegen habe ich überlegt, ich schneide hier ein Stück ab. Und hier auch, macht das Ganze kürzer und dann wird das Ganze flacher sein. Ich probiere das jetzt aus und dann zeige ich, was ich da gebaut habe. Ich habe jetzt einen kleinen Drehgriff konstruiert und ausgedruckt. Der ist etwas flacher und sieht auch gut aus, wie ich finde. Die Taschenlampe ist jetzt komplett fertig und man kann diese benutzen. Sie sieht gut aus, funktioniert. Sie ist extrem hell. Ich habe das kurz draußen ausprobiert, aber ich hatte leider kein Handy dabei. Ja, auf jeden Fall, ich bin jetzt sehr zufrieden. Das war ein cooles Projekt. Ihr könnt das gerne nachmachen. Die ganzen Links findet ihr in der Videobeschreibung. Like das Video, abonniert meinen Kanal und bis zum nächsten Video. Tschüss!